Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir haben beim letzten Mal hier geendet und müssen jetzt mit dem Erzkanoniker, ich will immer Kantoniker sagen, sprechen. Fürst Vivek muss seine verbleibende Energie aufsparen. Daher müssen wir dieses Problem allein lösen. Es geht alles auf Chodala zurück. Dieser verdammte Aschländer entzieht dem Kriegerpoeten die Kraft. Wir müssen ihn aufhalten und diesen verdammten Stab besorgen. Sunara macht Chodala unverwundbar. Wie umgehen wir diesen Stab? Woher soll ich das wissen? Das ist keine Fertigkeit, die das Tribunal lehrt. Kehrt zu Barilsas Turm zurück und bringt Sotasils ehemaligen Lehrling dazu, sich irgendeine Gegenmaßnahme zu überlegen. Ich bin mir sicher, dass er mehr weiß, als er euch gesagt hat. Aber ich hätte da eine Sorge. Nur eine Sorge? Ihr könnt in mir lesen wie in einem Buch, Fremdländerin. Ich mache mir mehr Sorgen, als eine Quama-Königin Eier legt. Ich rede von Chodalas Schwester. Serin meint, sie möchte uns helfen und dass sie Frieden will. Aber ich traue ihr nicht. Sucht Barilsa auf, aber hütet euch vor der Schwester des Aschländers. Ich werde zu Barilsas Turm zurückkehren und herausfinden, ob er weiß, wie wir Chodalas Stab trotzen können. Wir müssen Chodala aufhalten. Und um das zu tun, müssen wir einen Weg finden, das Gerät zu überwinden, das er mit sich führt. Findet Barilsa und sorgt dafür, dass dieser verrückte Magier uns mit etwas ausstattet, was wir benutzen können, um Fürst Vivek zu retten. Können wir sicher sein, dass der Stab notwendig ist, um Fürst Vivek zu retten? Ist der Bulle sicher, dass er auf die Kuh darf? Nein, aber soweit man hört, ist Sunara in unseren Händen besser aufgehoben als in Chodalas. Das bleibt allerdings nur Wunschdenken, solange der Aschländer weiterhin für Angriffe unempfindlich ist. Das heißt, wir vergewaltigen jetzt die Welt, oder wie? Warum vertraut ihr Serin nicht? Die Aschländerin? Nun, wenn euch das nicht als Grund reicht, dann denkt daran, dass sie Chodalas Schwester ist. Blut sinkt zu Blut, wie der Kriegerpoet es so elegant ausdrückte. Hütet euch vor ihr, Fremdländerin. Sie wird euch hintergehen. Merkt euch meine Worte. Warum bedroht Viveks Zustand ganz Wardenfell? Vivek liebt dieses Land und das Land liebt im Gegenzug ihn. Er hatte schon immer eine besondere Verbindung zu Wardenfell. Ist es so schwer zu glauben, dass der Rote Berg sein Leiden widerspiegelt? Davon abgesehen gibt es da auch noch Bardau, den Meteor, der über uns schwebt. Erzählt mir mehr über Bardau. Fürst Viveks Wirken hielt den Meteor davon ab, auf die Stadt zu stürzen. Er hält ihn durch reine Willensstärke über unseren Köpfen fest. Doch je schwächer er wird, desto schwächer wird auch die Kraft, die diesen Fels in der Luft hält. Wenn Viveks Energie noch weiter schwindet, könnte es zu einer Katastrophe kommen. Ja, und deswegen müssen wir schnell etwas tun. Die Priester wirken heute nervös. Reißt euch zusammen. Ihr seid ein Kriegswappenträger, um Viveks Willen. Okay. Das, was ich jetzt gedacht hatte, kommt noch nicht. Das kommt dann wohl später. Ich dachte nur, die wollen jetzt gerade mit mir sprechen, deswegen... Aber anscheinend wollten sie es doch nicht. Dann reise ich mal rüber. So, jetzt muss ich mal eben schauen, wie kommt man jetzt hier nochmal am besten zum Turm rüber. Das war nicht der beste Weg. Naja, es war klar, da landet man im Wasser. Es ist immer so ein bisschen blöd hier. Moment, das war da hinten. Ach, da, ja, ich sehe es. Mit dieser Nahansicht, das ist wirklich ein bisschen blöd. Das habe ich ja privat nie drin. Das nehmen wir noch mit. Kommen wir jetzt hier auch irgendwie in den Turm rein? Ich bin jetzt komplett von der falschen Ecke. Kann das sein? Oder muss ich jetzt hier irgendwie... Gibt es hier einen Trick, wie ich da reinkomme? Moment. Ah, so war das. Okay. So, wo ist er?
Er ist abgehauen. Moment, da hinten ist eine Tür. Ich könnte hier unten ein wenig Hilfe gebrauchen. Ja, ich komme sofort. Ich komme sofort. Ich habe beim letzten Mal allerdings vergessen, ein Buch zu lesen. Wer möchte, kann sich das gerne noch durchlesen. Ist hier noch irgendwas? Gut, der Twema-Topf. Hallo? Beeilt euch, ich habe eine natürliche Abneigung gegen Dämmer. Und wo bist du? Der Sieg ist grausam, aber die Niederlage ist schlimmer. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken? Oh Gott. Das klingt, als wäre die Gefahr vorüber. Tretet euch die Füße ab und kommt rein. Ich komme hier runter, ich denke so, oh ja, waren ja nicht viele Gegner, wollte ich gerade auch noch gesagt haben. Dreh mich um, weil ich gedacht habe, dass er jetzt von hinten irgendwie angeschlichen kommt, so nach dem Motto, ja, lass uns mal durch diese Tür gehen. Was unlogisch gewesen wäre, weil er hat ja gesagt, kommt runter, aber gut, in dem Moment denkt man nicht dran. Und ich drehe mich um, höre so ein komisches Geräusch. Und auf einmal kam hier dieser, wie heißt das Viech nochmal hier? Ach, dieses mega nervige Teil hier aus Wadenfell. Ich komme gerade nicht drauf. Da ist noch eine Kiste, die können wir nicht nehmen. Wenn wir hier schon mal alles looten dürfen, dann machen wir das ja auch mal eben schnell, ne? Ach, das ist ein Stiefel. Ich dachte, da versteckt sich einer. Okay. So. Das. Und wir kommen sofort zu dir. Moment. Ist nichts mehr drin. Es ist schwer, sich zu konzentrieren und Zeitpläne einzuhalten, wenn man andauernd unterbrochen wird. Wissen Sie denn nicht, dass das große Zahnrad sich ohne Unterlass weiterdreht? Das wart also ihr dort oben. Ich weiß die Unterstützung zu schätzen. Dädrische Wesenheiten können sehr unberechenbar sein. Warum wurdet ihr von Dädra angegriffen, Barilsa? Logik hat im Verhalten der Dädra nahezu keinen Platz, meine hilfreiche Assistentin. Man zieht immer ungewollte Aufmerksamkeit auf sich, wenn man den Stoff studiert, aus dem die Wirklichkeit ist. Doch diese Kreaturen tauchten erst kurz vor eurem Betreten meines Turms auf. Warum seid ihr zurückgekommen? Ich habe Sotasils Werkzeug ausfindig gemacht, aber es wurde so verändert, dass es nun Fürst Vivex göttliche Energie stiehlt. Ah, eine Abwandlung der alten Experimente meines Meisters, durch die ein einfaches Werkzeug in eine gefährliche Waffe verwandelt wird. Raffiniert. Böse. Ja, aber auch recht brillant. Ein Klangumkehrer sollte dem entgegenwirken. Er nutzt Schallwellen, um den Energiefluss vorübergehend zu unterbrechen. Habt ihr einen Klangumkehrer, den ich benutzen könnte? Nein, natürlich nicht. Ich habe ihn ja gerade erst erfunden. Ich brauche die richtigen Komponenten, um ihn zu bauen. Meine Mietlinge durchforsten ständig das Land nach entsprechenden Materialien. Hier ist eine Liste. Geht durch die Hintertür raus und bittet sie darum, euch den Weg zu diesen ganz herkömmlichen Dwemer-Bauteilen zu weisen. Ganz herkömmliche Dwemer-Bauteile. Wo finde ich denn eure Mietlinge? Mietlinge? Ja, sie haben für mich gearbeitet. Bis sie gekündigt haben, diese undankbaren Nätje. Ich habe sie allerdings wirklich gut entlohnt, bis diese Kolben aus der Fassung gerutscht sind. Sie sollten wissen, wo man die Komponenten findet. Meines Wissens nach waren Snorfin und die anderen in Mulagmar. Meint ihr, die Dädra werden zurückkehren, um euch weiter Scherereien zu machen? Die Lage ist gefährlich angespannt, aber ich glaube, alle Zahnräder drehen sich um euch. Ich sollte in vollkommener Sicherheit sein, sobald ihr erst einmal aufgebrochen seid. Oder zumindest so sicher, wie ich inmitten all dieser Experimente hier sein kann. Ihr hingegen, bleibt wachsam, meine Freundin. Könnt ihr mir mehr über diese Komponenten erzählen, die ich für euch finden soll? Das könnte ich, aber ich schütte doch keinen 5 Jahre alten Flynn in eine angeschlagene Karaffe. Nichts für ungut. Ich sage nur so viel. Was Dwemer-Komponenten anbelangt, sind sie nichts Ungewöhnliches. Benutzt die Liste und sprecht mit meinen ehemaligen Mietlingen. Sobald ihr zurück seid, fange ich sofort mit dem Bau des Geräts an.
Na gut. Nee, da kann man nicht rein. Wir kamen von der anderen Seite. Nee, wir müssen auf der anderen Seite raus. Hat er gesagt, wir sollen den Hintereingang benutzen. Seht her! Der Verlust eines Fremden könnte unser Gewinn sein. Oh, Basti, da hast du aber was entdeckt hier. Super, danke schön. Ich wollte gerade schon sagen, was redet der jetzt hier mit mir? Seit wann macht er mich hier auf irgendwas aufmerksam? Aber klar. Oh, 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 auf den Tintling hast du mich jetzt aber nicht aufmerksam gemacht. Aber klar, die schweren Säcke, die sagt er an. Das finde ich ziemlich cool übrigens. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, Funke hatte irgendwie angesagt, beziehungsweise angezeigt, also ja, gesprochen halt, dass da irgendwo Diebesgut war. Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwas war da auf jeden Fall noch. Diese Effekte finde ich cool. Da sollte es tatsächlich mehr von geben. So, wir müssen da oben hin, so wie es aussieht. Dazu müssen wir aber erstmal den Eingang finden. Ist hier. Hallöchen. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier hoch, oder? Ah ja. Falls ihr nur noch eine Pilgerin mehr auf der Suche nach milden Gaben seid, schlage ich vor, ihr geht weiter. Ich habe weder Zeit noch Gold zu vergeuden. Ich bin derzeit arbeitssuchend und meine eigenen Finanzmittel sind gefährlich erschöpft. Barilzar hat mich geschickt, um mit euch zu sprechen. Ich muss die Gegenstände auf dieser Liste finden. Lasst mich das mal sehen. Was braucht dieser verrückte Magier denn diesmal? Ich schätze, ein Getriebeuhrwerkschaft findet sich in den Ruinen von Nechuleft. Aber ich an eurer Stelle würde diesen Ort lieber meiden. Wenn das Dach nicht einstürzt, reißen euch die Konstrukte in Stücke. Barilzar braucht ihn, um etwas Wichtiges zu bauen. Also sagt mir, wie ich ein Getriebeuhrwerkschaft finden kann. Wenn ihr darauf besteht, tief in den Ruinen walkt eine große Maschine. Als ich dort war, ratterte und vibrierte sie so sehr, dass ein Teil der Decke einstürzte. Lava und Felsen stürzten herab. Daran und an einigen fiesen Konstrukten müsst ihr erst einmal vorbei, um das Teil zu bergen. Warum arbeitet ihr nicht mehr für Barilzar? Dieser Magier ist gemeingefährlich. Oh, er hat immer gut bezahlt. Aber die Orte, an die er mich geschickt hat, da war einer gefährlicher als der andere. Und wenn ich noch einmal etwas über das große Zahnrad hören muss, um meine geistige und körperliche Gesundheit zu schonen, musste ich mich von Barilzar lösen. Klingt logisch. Moment, da müssen wir jetzt plötzlich nicht mehr rein, aber hier... und gleichzeitig auch wieder raus. Das ist gut. Ne, Moment, da ist... Ah, mit ihr müssen wir reden. Verdammte Vampire. Ich werde einen Weg finden, sie dafür büßen zu lassen, was sie meinem Bruder angetan haben. Das schwöre ich beim Tribunal und jedem Dädra, der gewillt ist, mir zu lauschen. Was wollt ihr? Könnt ihr denn niemanden seinem Zorn und seiner Trauer überlassen? Barilzar meinte, ihr könntet mir helfen, die Gegenstände auf dieser Liste zu finden. Das hat er? Lasst mich mal diese Liste sehen. Tja, der verrückte alte Magier hat immer gesagt, dass es keine Zufälle gibt. Die Umkehrleitung. Ich habe einen Galomdeus gesehen, kurz bevor ich vor diesen verdammten Vampiren flüchten musste. Erzählt mir mehr von diesen verdammten Vampiren. Seid ihr so bedacht darauf, Futter für die Blutsauger zu werden? Der Berne-Clan hat meinen Bruder getötet. Mögen sie alle blind werden! Der Gegenstand, den ihr sucht, war in der Manufaktur. Doch ihr werdet einen Steuerstab brauchen, damit die Dwemer-Spinnen sie für euch aufschließen. Warum arbeitet ihr nicht mehr für Barilzar? Weil der Magier mich auf die andere Seite von Wardenfell schicken wollte und ich hierbleiben muss. Ich werde nirgendwo hingehen, bis der Berne-Clan für das gezahlt hat, was er meinem Bruder angetan hat. Wenn ihr einige dieser Bastarde töten würdet, wäre das ein Anfang. Aber natürlich mache ich doch gerne. Kriegswappenträger, Vivex Schwerter, könnt ihr euch auch wieder gerne durchlesen. Nur kurz Pause machen und dann habt ihr genug Zeit. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich glaube, einmal müssen wir jetzt wieder raus, ne? Dann Erfasser Pix, der ist aber irgendwo da unten. Der ist nicht hier oben. Oh,
Oh, da wäre eine. Hallöchen. Sterbliche, habt ihr einen Augenblick? Aber Erfasser Pix ist gar nicht der, den ich haben wollte. Der Lockruf der Kamona Tong. Könnt ihr euch auch gerne durchlesen, wie immer. Würde jetzt nur zu lange dauern für die Folge. Ich fühle mich wie ein mickriger Schneerücken dabei, mich hier in Molag Mar so zu verstecken. Aber ihr wollt nichts von meinen Sorgen hören. Was kann dieser bankrotte Nord für euch tun? Barilzar hat mich geschickt, um mit euch zu sprechen. Er sagte, dass ihr mir helfen könntet, die Gegenstände auf dieser Liste zu finden. Barilzar. Er ist der Grund, warum ich nur der Schatten meiner selbst bin. Und dazu verdammt ein kauerndes Schaf zu sein wie der Rest dieser Pilger. Na schön. Lasst mich das mal sehen. Arkentunsch Sturdums. Dort könnt ihr einen Sonanzgenerator finden, nachdem ihr die Dampffalle erledigt habt. Was ist mit der Dampffalle? Diese verfluchte Apparatur. Ich hatte fast heraus, was mit ihr ist, als ein Geist auf mich zugeschwebt kam. Kein Problem, dachte ich. Aber dann kam ein Centurio herein. Geistermaschinen. Kein Nord bei Verstand kämpft gegen Geistermaschinen. Ich ließ meine Notizen fallen und bin so schnell gelaufen, wie ich konnte. Ihr habt wegen ein paar Geistern eure Notizen in Arkentunsch Sturdums gelassen? Keine einfachen Geister. Geister, die von Dwemer-Maschinen Besitz ergriffen haben. Ich bin mit diesem verrückten alten Magier und seinen Uhrwerkmonstrositäten fertig. Aber wenn ihr an der Dampffalle vorbei wollt, dann sucht nach meinen Notizen und folgt den Anweisungen. Oh, ich hasse diese unaussprechlichen Namen, ganz ehrlich. Gut. Wir werden jetzt erstmal schauen, wo wir eigentlich hin müssen. Wir müssen einmal hier oben links hin. Ich meine, das ist auch ein Verlies. Dann einmal hier oben zum Verlies. Das ist ein Gruppenverlies auf jeden Fall. Und hier unten müssen wir hin. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind da. Ja, das heißt, da muss ich auf jeden Fall hinreiten. Das heißt, ich mache mir mal eben eine Markierung da am Wegschrein direkt, damit ich ihn freilegen kann. Dann laufe ich da direkt schon mal hin und wir sehen uns dann gleich wieder. So, am Wegschrein waren wir jetzt gerade. Dann möchte ich mit euch hier einmal zum Zielort laufen. Hier ist der Eingang. So, Basti, komm mit. Wir müssen noch einiges erledigen heute. Aber stattdessen bleibe ich lieber hängen. Das ist doch kein Buch. Okay. Dann hätte ich jetzt nicht kämpfen müssen. Aber egal. Komm, können wir das mal ein bisschen beschleunigen, Jungs? Sonst laufe ich wirklich noch an allen vorbei hier. Kann ja nicht angehen, dass hier alle 2 Sekunden wieder jemand Neues steht. Ach, das sind die Vampire. Das Vergessen soll euch holen. Ja, könnte passieren, wenn das Vampire sind. So, du stehst auch gerade im Weg. Tut mir leid. Dann sollte hier theoretisch... Halt, ich wollte das Buch noch lesen. Ich wollte das Buch noch lesen. So, findet die Notizen. Die Maschine muss ich jetzt aber nicht machen, ne? Nee, okay. Spinne. Rückt ihren Schatz nicht raus, Bruder. Lass mich mal, Schwester. Doch sollte dieses elende Konstrukt knacken wie eine Nuss. Oder auch nicht, ne? So, ich habe einen Steuerstab. Was mache ich jetzt mit auf Spinnen anwenden? Ach so. Ich brauche keine gute Spinne.
Na gut, aber mit der anderen hat es auf jeden Fall schon mal funktioniert. Kann man das irgendwie daran erkennen? Die hat jetzt so einen roten Stein drin gehabt. Oh ja, zwei reichen, okay. So, dann können wir auch schon wieder zurückgehen. Ich werde mich jetzt mal wieder aufmachen, obwohl... Ah ne, da hinten kann man nicht raus. Ich werde mich dann mal aufmachen zum nächsten Punkt und da sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir hier am oberen Wegschrein. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir jetzt vom Weg her dahin müssen. Aber ich denke mal, dass es reicht, wenn wir hier einfach runterreiten. Ja, das sieht gut aus. Rosi, wo bist du? Rosi ist auch wieder da. Oh, ja, es sieht gut aus, wenn auch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also ihr könnt auch die Abkürzung nehmen, wenn ihr hin müsst. Ah, sehr schön. Schwerer Sack. So, und hier ist dann der Eingang. So, jetzt ist die große Frage, wo müssen wir jetzt genau hin? Wobei der uns das, glaube ich, anzeigt, ne? Er zeigt ja, dass wir hier rein müssen. Weil das ist hier sehr, sehr, sehr unübersichtlich, muss ich sagen. Aber das ist anscheinend direkt schon hier in der Mitte. Ich glaube, man musste komplett runtergehen. Rechte Seite. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu hoch. So. So, hier unten ist es. Dann müssen wir jetzt nur noch die letzte Komponente holen. Ich popp mich mal eben wieder hier raus und dann sehen wir uns gleich am Zielort wieder. So, wir sind jetzt ganz in der Nähe. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich glaube, der Eingang ist oben. Das heißt, ich muss hier erstmal wieder hochkommen. Oh Junge, ich bin nicht im Kampf. Aber ich könnte es gleich sein, wenn ich hier nicht aufsteigen darf. Oh, ist das nervig. Jetzt kann ich wieder reiten, oder was? So, für die letzten paar Meter dürfen wir wieder. So, die Notizen liegen direkt hier vorne. Dürft ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Und dann müssen wir quasi einmal durch. Das hört sich irgendwie eklig an hier. Damit das Ganze jetzt nicht noch viel länger dauert, wenn wir jetzt hier mal ein bisschen durchlaufen, soweit es geht. Hier ist noch rechts. Ja, nervt mich jetzt mal nicht. Ich muss bis zum Ende durch. So, ich glaube... Ach nee, ich dachte, hier wäre irgendwas von einer Höllenmaschine oder so. Sie wollen nicht mehr, okay. Der läuft hier übrigens einmal im Kreis. Also wenn ihr euch mit dem nicht anlegen möchtet, was weiß ich, weil ihr noch zu klein seid oder was weiß ich was, dann wartet ihr einfach einen Moment, bis der daran vorbei ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die anderen jetzt auch rauskommen hier. Und macht es dann. So, jetzt ist alles frei und ich, Idiot, erwische natürlich die Zunderfliege. War ja klar. Okay, dann haben wir alle Teile und können wieder zurückgehen. Es ist sehr laut hier, deswegen sage ich mal, bis gleich. Ich wollte eigentlich sagen, bis gleich im Turm, aber das war so laut da drin. Ich habe meine eigenen Gedanken schon gar nicht mehr gehört. Deswegen, ja, spring bloß nicht, bevor du ins Wasser fällst, kein Thema. Jetzt gibt es hier wieder Trick 17, wie wir da den Turm hochkommen. Das ist wieder so blöd. Und auf
der Seite hier war das, ne? Ach nö, jetzt sind wir ganz anders gelaufen. Seid ihr erst vor kurzem eingetroffen oder kehrt ihr gerade zurück? Ich kann nicht immer die Zahnräder und Kolben auf Linie halten. Hä? Ah, ich erinnere mich. Die Komponenten für den Klangumkehrer. Konntet ihr sie beschaffen? Ja, ich habe einen Sonanzgenerator, eine Umkehrleitung und einen Getriebeuhrwerkschaft besorgt. Beeindruckend. Ich dachte, ich würde euch nie wiedersehen. So ist das nämlich für gewöhnlich, wenn ich Mietlinge anstelle, um mir seltene und exotische Gegenstände von gefährlichen Orten zu beschaffen. Nun, das große Zahnrad kennt keine Trödelei. Und ich auch nicht. Gebt sie her und ich mache mich an die Arbeit. Hier sind die Gegenstände, nach denen ihr verlangt habt. Ein Klangumkehrer, kommt sofort. Man verbindet das, zieht die Feder an. Explodiert nicht. Ach, fast fertig. Dort. Bitte was? Wie explodiert nicht? Und, gefällt sie euch, meine neueste Schöpfung? Ich nenne sie den Klangumkehrer. Hatte ich das schon erwähnt? Wie auch immer. Er sollte Sotasils umgebautem Stab entgegenwirken können, zumindest für kurze Zeit. Ich nehme an, ihr wisst, wie man das hier benutzt, oder? Nein, ich weiß nicht, wie man den Klangumkehrer einsetzt. Natürlich tut ihr das nicht. Ich habe ihn ja gerade erst erfunden. Ehrlich. Ihr werdet ihn sowieso nicht verwenden. Nicht, wenn ihr vorhabt, gegen den Träger von Sotasils Stab zu kämpfen. Es ist nahezu unmöglich, den Klangumkehrer zu verwenden, wenn man gleichzeitig in eine Schlacht verwickelt ist. Das ist zu umständlich. Wie setze ich ihn denn ein, um Sunara entgegenzuwirken? Sunara? Der gesegnete Stab? Ich schätze, der Name passt. Gewissermaßen. Ihr werdet jemanden brauchen, der euch zur Hand geht. Jemanden, dem ihr vertraut. Oh, nicht ich. Zu beschäftigt. Zu zerbrechlich. Aber der Einsatz des Klangumkehrers erfordert auf jeden Fall zwei Leute. Ist der Klangumkehrer schwierig einzusetzen? Das ist so leicht wie einen Skrip-Gelee-Kuchen zu backen. Eine Person bedient die Steuerung, um die Schallwellen zu erzeugen. Sobald die richtige Tonhöhe erreicht ist, aktiviert man den Umkehrer und entlädt seine Energie, um Sunaras Macht aufzuheben. Vorübergehend. Hier, ich habe euch eine Anleitung geschrieben. Das ist doch toll, dann kann ich mir die Bedienungsanleitung durchlesen, wenn ich auf dem Weg zurück bin. Achso, nee. Ah, jetzt lauf doch nicht überall gegen. Ich wollte eigentlich nach oben zum Zimmer. Eure Gegenwart entweiht diese Stadt, Aschländerin. Wie könnt ihr es wagen, unseren Gott sehen zu wollen? Ich bin hier, um zu helfen. Wenn ihr mir nicht zuhören wollt, dann hört der Fremdländerin zu. Genau, hört mir den zu. Den Dreien sei Dank. Die Fremdländerin ist zurück. Konnte Barilsa uns helfen? Warum guckt er mich nicht an, wenn er mit mir reden will? Achtet nicht auf diese Aschländerin. Sie faselt immer zu etwas von Fürst Viveks Zustand und wie sie ihm helfen kann. Aber ich bin mir sicher, dass es nur eine Art Falle ist. Ich wollte sie gerade aus der Stadt schaffen lassen. Oder sie den Schlachterfischen zum Fraß vorwerfen. Das ist Cerin, Chodalas Schwester. Sie hat mir in Aldrun geholfen. Ich weiß, wer sie ist. Ich traue ihr immer noch nicht. Und ich weigere mich, sie auch nur in die Nähe von Fürst Vivek zu lassen. Wer weiß schon, was eine Aschländerin tut, wenn sie den Kriegerpoeten in einem derart anfälligen Zustand sieht. Ich brauche ihre Hilfe. Es wird zwei Leute brauchen, um Barilsars Klangumkehrer zu bedienen. Ein Klang, was? Nun, da ich ja nicht mit euch kommen kann, weil Fürst Vivek meine ununterbrochene Aufmerksamkeit braucht, schätze ich, dass euch wohl die Aschländerin zur Hand gehen muss. Na schön. Nehmt sie mit und besiegt Chodala. Danach bringt mir seinen Stab, damit wir Vivek wieder genesen lassen können. Wir werden Sunara bald in Händen halten. Hallo? Falls so ein alter Schwachkopf beim Tribunal als Anführer durchgeht, ist es kein Wunder, dass unter den Häusern ein solches Chaos herrscht. Doch es bleibt keine Zeit, darüber lange nachzudenken. Ich habe meinen Bruder gefunden. Es ist schlimmer, als ich gefürchtet hatte. Chodalas Streben nach Macht hat ihn auf finstere Pfade geführt.
Was meint ihr mit finstere Pfade? Chodala und seine treuesten Anhänger haben Zuflucht in einer Ruine namens Kaushtarari gesucht. Das ist ein uralter Schrein, der dem dädrischen Fürsten Malakat geweiht ist. Ich glaube, mein Bruder hat vor, den Gott der Flüche um Hilfe zu bitten. Ich habe ein Gerät, das Sunara entgegenwirken wird, aber ich brauche eure Hilfe, um es einsetzen zu können. Es wird uns erlauben, Chodala aufzuhalten? Dann werde ich euch natürlich helfen. Da die Hunde des Tribunals mir meine Waffen weggenommen haben, werde ich mir Ersatz für sie besorgen müssen. Trefft mich an den Ruinen, sobald ihr bereit seid. Wir treffen uns in Kaushtarari. So, Orientierungslosigkeit. Moment, hier rum. Ich denke mal, ich bin auf deiner Seite. Wo sind diese Ruinen jetzt? Wo sind die Ruinen? Wieso? Das sind doch keine Ruinen hier oben. Naja gut, wenn es sein muss, dann reisen wir mal dahin. Dann schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Ja, da im Endeffekt geradeaus, ne? Kann ich hier so quer durchreiten? Kann ich, sehr schön. Soll ich nochmal einen Stopp machen hier bei der Ahnenseite auf jeden Fall? Ich meinte eigentlich, soll ich hier nochmal einen Stopp machen beim Raid? Warum stehen denn hier überall Gegner? Hallo. Ich muss jetzt hier mal gerade so schnell wie möglich durch. Ich habe doch keine Zeit. So, dann sind wir daran vorbei. Nein, keine Zeit. Tut mir leid. Und wir müssen auf die Seite. Sie sollte eigentlich hier sein. Hallo. Ach, da. Hier stehen wir nun, auf der blutigen Schwelle des Rasenden und machen uns bereit, eine dädrische Ruine zu betreten, um den Vormarsch meines Bruders an die Macht aufzuhalten. Ich hoffe, dass das von euch erwähnte Gerät tatsächlich die Unverwundbarkeit aufheben kann, die der Stab Sunara gewährt. Nehmt das hier. Das ist ein Klangumkehrer. Er sollte die Macht des Stabs für einen kurzen Zeitraum aufheben können. Nun, der ist ja größer, als ich dachte. Aber er sieht aus, als wäre er leicht zu bedienen. Ich schätze, es ist besser, wenn ich das Gerät übernehme. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dazu imstande bin, Chodala anzugreifen. Er ist immer noch mein Bruder, ganz gleich, wie gefährlich seine Ansichten auch geworden sein mögen. Werft einen Blick in diese Anleitung. Sie erklärt, wie man den Klangumkehrer einsetzt. Ich werde euch helfen, den Effekten von Sunara entgegenzuwirken. Vielleicht kommt Chodala ja wieder zur Vernunft, sobald wir den Stab unschädlich gemacht haben. Ich weiß, das ist wahrscheinlich nur Wunschdenken. Ich gebe mich auch schon damit zufrieden, herauszufinden, wer Chodala mit diesem verdammten Stab in Versuchung geführt hat. Vielleicht könntet ihr ein paar Punkte näher erläutern, bevor wir uns nach drinnen aufmachen. Nur zu. Stellt eure Fragen. Macht euch danach in die Ruinen auf. Ich folge euch auf dem Fuße. Warum sollte Chodala Zuflucht in einen dädrischen Schrein suchen? Die Stämme haben ihn zurückgewiesen. Azura hat ihr Antlitz vor ihm verschlossen. Jetzt sucht Chodala nach Hilfe, wo immer er sie auch bekommen kann. Das macht ihn verzweifelter, als ich es mir vorgestellt hätte, und gefährlicher. Ich habe keine Ahnung, weshalb er beschlossen hat, Malakat, den Gott der Flüche, zu umwerben. Erzählt mir mehr von Malakat. Malakat ist ein böser Gott. Der dädrische Prinz der Flüche und der gebrochenen Versprechen. Vielleicht ist das der Grund, aus dem heraus Chodala sich an ihn gewandt hat. Es hätte Chodala zugestanden, die Prophezeiung vom Nerevarine zu erfüllen, wenn man ihm dieses Schicksal nicht entrissen hätte. Könnte Malakat in das verstrickt sein, was Vivek gerade widerfährt? Möglich wäre es, aber ich glaube eher nicht. Der Eidbrecher zieht einen geradlinigeren Ansatz vor. Er ist niemand, der sich hinter ausgeklügelten Komplotten und Intrigen versteckt. Doch wenn Malakat sich darauf einlässt, meinen Bruder zu unterstützen, haben wir trotzdem eine Widrigkeit mehr, um die wir uns kümmern müssen. Ich habe gesehen, wie der Erzkanoniker und ihr euch in Vivek gestritten habt. Warum habt ihr zugestimmt, uns zu helfen?
Es stimmt, dass ich das Tribunal nicht schätze. Doch auch einen Krieg zwischen meinen Leuten und den großen Häusern könnte ich nur schwer verdauen. Am Ende würde nur zu viel Blut ohne nützliches Ziel vergossen. Selbst Azura verkündet, dass mein Bruder aufgehalten werden muss. Ich werde helfen, so gut ich kann. Ja, und ich auch. Also folgt mir hier rein. So. Schwer zu finden ist es jedenfalls nicht. Da müssen wir rein. Da drüben! Diese Leute vom Rotexil! Abgeschlachtet! Was? Moment, ich muss mich mal eben unterhalten. Shodala! Er hat den Verstand verloren. Er wollte einen Handel mit einem dätrischen Fürsten eingehen. Was ist hier geschehen? Shodala wandte sich an Malakat. Doch der Gott der Flüche hat ihn zurückgewiesen. Er hat uns alle getötet. Meinte, Shodala würde schon wem anders dienen. Wo können wir Shodala finden? Er ging tiefer in die Ruinen. In Malakats Schrein hinein. Komm mit. Wir müssen deinen Bruder umbringen. Denke ich. Oder einfach nur den Stab entreißen. Unschädlich machen. Ich denke, du bist tot. Hallo? Ich wollte dich gerade einsammeln. Diese Kreaturen, sie gehören nicht Malakat. Die Macht eines anderen Fürsten ist hier am Werk. Ich bin Daniere Varine. Hallo. Shodala, Bruder, stopp diesen Irrsinn. Du bringst diese Fremdländerin, um mich zu töten, Schwester? Ihr könnt mir nichts tun. Ich habe einen mächtigen Gönner auf meiner Seite. Der Stab beschützt ihn. Ihr könnt ihm erst schaden, wenn wir den Klangumkehrer einsetzen. Ich brauche einen Moment, bis er läuft. Okay. Ich denke, ich kümmere mich um Angreifer. Sei's drum. Ihr seid mir meine Zeit nicht mehr wert. Scarfin, Sie dienen dem Fürsten der Geschäfte. Beschäftigt sie, ich bringe das hier zu Ende. Ich würde sie ja beschäftigen, aber die fallen direkt um. Stellt euch in das Feld und fokussiert die Welle. Huh. Kamehameha. Na? Mein Schutzschild! Was habt ihr getan? Dafür vernichte ich euch alle! Ich wollte mal ausprobieren, ob ich den einfach so hochheben kann, aber anscheinend nicht. Azura, wir haben uns um den falschen Nerevarine gekümmert, wie ihr es wolltet. Das war... schwerer, als ich erwartet hatte. Shodala war so wütend, so voller Zorn. Das klang gar nicht nach ihm. Trotzdem kann ich es nicht glauben, dass ich dabei geholfen habe, meinen eigenen Bruder zu töten. Wir haben getan, was getan werden musste. Das weiß ich. Es war Shodalas Leben gegen das von Hunderten von Dunmar. Und alles nur, weil er sich eingeredet hat, er wäre der Nerevarine. Oder weil es ihm von jemandem eingeredet wurde. Wie dem auch sei. Mein Bruder ist tot und jemand Neues ist in die Kaverne der Fleischgewordenen eingezogen. Wir sollten nach Vivek zurückkehren. Nehmt Sunara mit. Ich treffe euch dann in Vivek. Euer Erzkanoniker ließ kaum einen Zweifel daran, dass der Stab der Schlüssel zu Viveks Rettung ist. Ich muss mich um die sterblichen Überreste meines Bruders kümmern. Danach sind wir hier fertig. Okay, machen wir. Wir sehen uns dann im Palast wieder. Fürst Vivek. Ist weg. Da, Nebenraum. Komm mit, Basti. Basti schon mal weg. komm, Basti, schau mal wirklich weg. Ich nehme mal die Sachen mit. Ich bin nur gerade am gucken, ob hier noch irgendwo Bücher liegen oder so. Ich kann jetzt so nichts sehen. Oh, wie schrecklich. Fürst Vivek ist zusammengebrochen. Sagt mir, Fremdländerin, konntet ihr Shodala besiegen? Habt ihr mir seinen Stab gebracht?
Ich fürchte, Fürst Vivek wird nicht mehr lange durchhalten. Wir haben Chudala besiegt und Sunara mitgebracht. Und gerade noch rechtzeitig. Meinen Berechnungen zufolge hat Chudala mit jedem Einsatz von Sunara Fürst Vivek mehr Energie entzogen. Es hat ihn fast umgebracht. Aber wir können den Stab dazu verwenden, Vivek zu retten. Pflanzt ihn einfach in den Boden ein, dann wird Viveks Kraft zurückkehren. Ich werde Sunara in den Boden einpflanzen und Vivek seine Kraft zurückgeben. Huh! Perfekt! Es läuft genauso, wie ich es erwartet hatte. Was tut ihr da? Das bringt ihn um! Was dachtet ihr denn? Das ist schließlich der Zweck des Ganzen. Ich habe den Klangumkehrer aufgeladen. Aktiviert die Welle! Ihr kommt zu spät. Jetzt sehe ich sie, die Stadt der Uhrwerke. Seht, was Barbas für euch gefunden hat, Meister. Basti, du faule Socke. Du hast nichts getan. Du standst direkt daneben. Vivek. Barbas. Der Hund des Fürsten der Geschäfte. Das hätte ich wissen müssen. Sprecht mit der Aschländerin, während ich mich sammle. Schon als ich mich dem Palast näherte, wusste ich, dass etwas nicht stimmt. Ich spürte es in den Knochen. Ich war auf dem Weg hierher, als Azura mir eine Vision zeigte. Ich habe Sunara gesehen, wie er Vivek umbrachte. Selbst ohne Chudala ist dieser verdammte Stab gefährlich. Der Erzkanoniker schien zu wissen, dass Sunara Fürst Vivek nicht helfen würde. Ich glaube nicht, dass dieses Ding jemals der Erzkanoniker war. Es nannte sich Barbas. Als Aschländerin bin ich mit dem Wissen um die Daedra besser vertraut als die meisten Elfen der großen Häuser. Darüber hinaus habe ich die berühmtesten daedrischen Fürsten studiert. Warum spielen die Daedra bei alledem eine Rolle? Weil Barbas ein treuer Diener des daedrischen Fürsten Clavicus Vile ist. Ich kenne mich mit dem Fürsten der Geschäfte zwar nicht bestens aus, aber mir kommt es so vor, als wäre all dies Teil eines großen Plans gewesen. Vielleicht kann Vivek die Dinge besser erklären als ich. Aber Vivek sieht irgendwie ziemlich, eigentlich tot aus, aber er ist immer noch am Zappeln. Azuras Champion hat recht. Das war Barbas, der treue Hund von Clavicus Vile. Ein Gestaltwandler. Er hat den Erzkanoniker umgebracht und seinen Platz eingenommen. Chudala, Sotasils Gerät, sich als Tervus auszugeben. Das war alles Teil eines ausgeklügelten Plans. Plan? Sie haben versucht, euch umzubringen. Das war einfach nur eine Folge. Sie brauchten Tribunalenergie, um die Stadt der Uhrwerke zu finden. Ich war das leichteste Ziel. Wenn Barbas Sotasils Stadt betritt, wird es eine Katastrophe geben. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, aber ich muss meine noch verbliebene Energie aufsparen. Und wir erhalten eine gestärkte Großaxt, also zweihändige Axt vom Schänder. Ja, damit ist auch das göttliche Eingreifen zu Ende und wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Die werden wir allerdings nicht mehr in dieser Folge machen, sondern dafür werden wir eine neue Folge starten. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.